Und jetzt versuchen sie dasselbe Spiel nochmal wieder zu machen. Und es gibt genügend Menschen und genügend Gruppierungen, die sich dagegen aufbegehren. Und ich glaube, das System spürt auch, wie es momentan die Kraft verliert und in die Knie geht und davor zu steht, wirklich in den Zusammenbruch selbst zu geraten. Und wenn wir jetzt noch diese wirkliche Einrichtung sehen, dass wir wieder in die Stabilität kommen, unsere eigenen Geistesgegenwärtigkeit und ins Gottvertrauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich weiß, dass viele Menschen wahrscheinlich morgens wach werden und denken, das ist ein Horrorfilm, in dem sie leben und sie hoffen, dass es alles irgendwie wieder so war, wird, wie es mal war vor, ich sag mal, 5 Jahren noch. Vor 5 Jahren waren wir noch in einer völlig anderen Welt, vermeintlich. Aber die entsprechenden Planungen, die wir heute in der Umsetzung erfahren, die waren damals schon vor dem Abschluss umgesetzt zu werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Dinge, die in der Politik ablaufen, an uns vorbeilaufen. Die finden wir leider nicht in den Medien, wo sie eigentlich hingehören würden. In allen oberen Etagen, in allen Vorstandsetagen im Weißen Haus, aber auch in den Konzernen. Wir dürfen eines nicht vergessen, es sind noch Menschen, die das Ganze steuern. Und Menschen haben unterschiedliche Motivation, Moralvorstellung, ein anderen ethischen Kompass und so weiter. Und das führt dazu, dass auch immer mehr Menschen diese Kommandobrücke, dieses Dunklen, dieses luziferischen Prinzips zu verlassen und sagen, ich spiele nicht mehr mit. Das wird irgendwann ein Trend kommen, der immer größer wird. Und da bin ich wirklich guter Dinge. Und ich glaube, das gesamte System wird die Chance nicht bekommen, überhaupt es so in dieser Form umzusetzen, wie Sie sich das vorstellen. Die Regionalität, das ist die Zukunft, die uns wieder letztendlich bringen wird, die auch der Menschenwürde am nächsten kommen kann. Und wenn die Menschen sich nicht dagegen wehren an sich, weil sie einfach nur blind alles machen, was man ihnen sagt, dann wird es irgendwann eng und es werden nur noch die, die wirklich dann tief verwurzelt sind mit dem Boden und mit dem Licht ausgerichtet, wirklich auch im Gottvertrauen sind. Das sind dann die, die nachher noch übrig bleiben. Das ist das Entscheidende eigentlich. Wir haben es in der Hand. Ohne funktionierende, sichere und günstige Energieversorgung, keine florierende Wirtschaft. Die Explosion der Energiepreise bedeutet in Verbindung mit hoher Inflation einen Abfluss von Volksvermögen und einen Wohlstandsraub durch Kaufkraftverlust, wie ihn die Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Gründung nicht erlebt hat. Statt seine Landschaften weiter mit teuren Windrädern und Solarspiegeln zu zerstören, die bei Flaute und Dunkelheit doch keinen Strom liefern, würde eine vernünftige Regierung deshalb die Energiewende stoppen, den Wiedereinstieg in die Kernkraft in Angriff nehmen, Öl und Erdgas dort kaufen, wo es am günstigsten verfügbar ist und eine ruinöse Sanktionspolitik beenden, die vor allem dem eigenen Land schadet. So sehe ich das. Das sind vorgeschobene Themen, die man braucht, um ein schlechtes Bild für den politischen Gegner zu bringen. Das ist auch normal. Und genauso würde ich das hier sehen. Die eigentlichen Gründe werden ja grundsätzlich niemals angesprochen. Wenn wir eins gelernt haben, dass man um die eigentlichen Gründe immer herumschifft und die Leute mit irgendwelchen Ablenkungsmanöver beschäftigt. Und so ist meine Erfahrung. Für mich sieht es so aus, dass man mit der diffusen Extremkeule von diesen Themen ablenken, was den anderen Parteien wirklich wehtut, nämlich es geht um den Verlust der Macht und nichts anderes. Ja, und das sind alles wichtige Dinge, die man einfach nur mal durcharbeiten muss und die stoßen natürlich komplett gegen die derzeitige Agenda, die wir in der Ampel, die aus meiner Sicht mittlerweile nur noch auf Rot steht. Wir haben eine Ampel, die nur noch rot ist. Alles bleibt stehen, nichts mehr geht weiter. Steht sich von selbst, dass eine Regierung mit Selbstachtung niemals hinnehmen würde, dass andere Mächte ihre vitalen Energieversorgungsstränge sprengen und sich mehr als ein halbes Jahr lang nicht einmal um Aufklärung bemühen würde. Vielmehr hätte ein gut regiertes Deutschland eine funktionierende Armee, die von Verbündeten und Gegnern auch ernst genommen würde, und eine Außenpolitik, die auf Ausgleich und gute wirtschaftliche und politische Beziehungen mit allen Nachbarn und Großmächten bedacht ist. Gut, das ist für viele natürlich schon fast zu weit, wenn einer von Tradition und deutscher Kultur spricht. Aber es ist, muss erlaubt sein, dass jemand diese Dinge hochhalten will. In der Nachfolge der beiden Revolutionen von 1848
Und 1989 artikulieren wir hier mit unserem bürgerlichen Protest den Willen, die nationale Einheit in Freiheit zu vollenden und ein Europa zu schaffen, dessen souveräne demokratische Staaten einander in Frieden, Selbstbestimmung und guter Nachbarschaft verbunden sind. Hier bekommen Linke natürlich Pickel, wenn sich eine Partei für das eigene Volk einsetzt, weil es immer so interpretiert wird, dass man damit andere Völker automatisch diskriminiert. Liebe Freunde, ich habe hier nur einen kurzen Abriss gegeben von einem kleinen Regierungsprogramm unserer Partei. Und ich hoffe, dass ich euch alle davon überzeugen konnte. Für diese Position und für diese Werte zu kämpfen, bis es nicht mehr weitergeht, bis wir oben angekommen sind. Also kommen wir nochmal zu einem heiklen Thema, wobei der Mainstream hier die wahren Zusammenhänge bis ins Gegenteil umkehrt. Und unter der Überschrift "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" muss man einfach weiterlesen und es nicht bei der Headline belassen. Es gibt ja eine freie Religionsfreiheit im Grundgesetz, was dort ganz klar geklärt ist. Aber das bedeutet lediglich, dass man die Freiheit hat, seine Religion auszuüben im Rahmen der verfassungsrechtlichen Situation des Grundgesetzes. Und das ist entscheidend. Und deshalb hat die AfD da Folgendes geschrieben in ihrem Programm. Die AfD bekennt sich uneingeschränkt zur Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit. Einer islamischen Glaubenspraxis, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung unserer Gesetze sowie gegen die jüdisch-christlichen und humanistischen Grundlagen unserer Kultur richtet, tritt die AfD aber klar entgegen. Nicht nur die AfD, das steht auch genauso im Grundgesetz drin, dass es so sein muss. Das ist also ganz klar eine Beschreibung des Grundgesetzes. Viele gemäßigte Muslime leben rechtstreu sowie integriert und sind akzeptierte und geschätzte Mitglieder unserer Gesellschaft. Sie gehören zu Deutschland. Hier wird also deutlich, dass der Islam aber nicht pauschal zu Deutschland gehört, aber man durchaus die Muslime schätzt. Ja, also ich meine, wir kennen ja selber eine ganze Menge, die sich gut integriert haben und völlig wunderbare, akzeptable Mitbürger sind, das ist überhaupt keine Frage, aber eben, was hier hervorgehoben wird, diejenigen, die sich nicht an die Gesetze halten und die fremde Kultur überstülpen wollen, ja, da, das könnte ich hier so dann auch unterschreiben. Man findet natürlich hier auch wieder viel Stoff zu willkürlichen Interpretationen, um dann von den wirklich relevanten Themen auch abzulenken.